man entwickelt ja nicht tagtäglich neue Bierstile, sondern man interpretiert Bierstile. Das heißt, wenn ich eine neue Idee habe, wenn ich ein neues Bier machen will, dann schwebt mir von vornherein schon ein Bierstil vor, den ich gerne meine Handschrift aufsetzen möchte, und so taste ich mich dann vor. Das heißt also, dass dieser Bierstil, der in all seinen Eigenschaften sich innerhalb gewisser Ranges bewegt, das versuche ich zu erzielen und dem drücke ich dann noch meinen Stempel auf. So entstehen meine Biere. Die Leute, ja, die fragen immer, gibt es was Neues vom Bayerischen Schnitzer, vom Hansgraft und Co. Und auch die ganz ursprünglichen, wie das Bayerische Schnitzer oder das Backbone Splitter, die laufen nach wie vor super in die Abteilung.